Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bussen Mathe 18 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, wie ich auch schon beim letzten Mal gemerkt habe, wir müssen den ganzen Quatsch scheinbar, kann natürlich auch sein, dass es ein Bug ist, aber scheinbar müssen wir diese Mission, sprich ich fahre alle Strecken im Loop-Modus, sprich Strecke 1 und Strecke 2 im Loop-Modus, müssen wir alle in einer Session fahren. Sprich, wir dürfen das Spiel nicht neu starten, wie ich es beim letzten Mal gemacht habe, um da zu testen, ob dann der Sound wieder vom Bus da ist. Und dann haben wir sowas von klar, dass ich, wenn ich anfange zu quatschen, dass du wieder reinkommst und wieder rumjaulst. Ja. Genau, deswegen müssen wir das auf alle Fälle machen. Wir haben schon 5 von 5 Fahrern, 5 von 5 Ass-Fahrern. Wir haben halt jetzt immer noch keinen Ass-Fahrer hier. Ich weiß mal alle einfach ab, weil wir brauchen ja einfach nur Asse. Und wenn ich mich recht entsinne, bekommen wir ungefähr einen Ass-Fahrer pro Woche. Sprich, wir fahren jetzt auf alle Fälle diese beiden Strecken. Oder diese Strecke fahren wir. Fahren beide Strecken jetzt in einer Session. Wir fangen einfach an mal mit der Stadt. Dann sollte ich auch diese Mission hier abschließen. Im Grunde genommen würde ich fast sagen, es ist komplett irrelevant, dass jetzt hier die komplett übersättigt sind, weil wir müssen die Haltestellen ja nicht leveln oder wir müssen ja keinen Gewinn mit dem Bums machen. Ich würde sagen, wir fahren wieder mit dem Purple MAN Lion City A37. Wir sind im Dann wollen wir mal reinzoomen. Ob wir ein bisschen hier was haben. Ach. Jedes Mal komme ich erst auf den kleinen Knopf, bevor ich hier alles entsperre. So, dann hier öffnen und dann dort öffnen. Und im Nachhinein, also im Grunde genommen, okay, der dicke Bomber ist wieder unterwegs. Also wenn du dich schon mal hilfreich machen möchtest, kannst du diesen dicken Bomber hier, der hier rumfliegt, fangen. Diese Hummel, die vergessen hat, in den Farbtopf mit gelber Farbe zu fallen. So. Schlagen wir schon mal den Gang ein, machen das Licht für uns aus, für die Fahrgäste an, Parkbremse lösen, Tempomat an. Türen schließen. Und dann wollen wir mal zum Zopf. Dann halt 2 halten, die ist ja ganz am Ende, das wissen wir mittlerweile. So häufig, wie wir schon Haltebucht 1 durchgedonnert sind, um dann noch ein paar extra Punkte zu bekommen. Das Gute ist, wir brauchen keine extra Punkte mehr, wir haben jetzt die 5-Sterne-Route haben wir hinter uns. Bitte eine Fahrkarte haben? Natürlich, ich lasse nochmal die Fahrgäste alle einsteigen und danach begebe ich mich wahrscheinlich nochmal nach unten. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Um die Katze rauszulassen, wahrscheinlich nicht. Danke. Sondern einfach nur meine Tür zu schließen. So, dann gucken wir mal. Oh, unser Kollege wartet schon auf uns. Wie ich denn? Na klar, hier. Na klar. Wir sollten es einfach weiterlaufen lassen, weil wir haben auch noch keinen Zeitdruck, um es mal so zu formulieren. Bin jetzt gerade mit der Katze und mit dem Brummer aus dem Zimmer rausgegangen. Katze ist draußen, der Brummer ist wahrscheinlich sogar noch drin. Da ist er auch wieder, ich hatte sich auch wieder hier rein verirrt, ich weiß es nicht. So, da. Oh, zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Oh, Moment mal, ist das überhaupt der richtige Bus? Du sitzt halt ungefähr 4 Minuten im Bus. Kannst du den gerade so bekommen haben. Aber auch der Loop-Modus, wenn ich schon auf die Karte wieder gucke, wie wild das hier wieder alles aussieht, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Geist.
Schauen wir mal kurz auf die Karte. Hier lang, da lang, da lang, da lang, dann hier lang. Dann hier lang, dann dort lang, dann dort lang, dort lang, dort lang, dort lang, dann hier vorne rum. Warum wollen wir durch die Walden durch? Hä? Können wir doch lieber hier geradeaus drücken und dann hier komplett durchbrettern. Hätte die Tür doch wieder auflassen können, Mensch. Ich muss schon sagen, ich bin echt froh, dass das Ganze, dass das Bus-Simulator 18 jetzt nicht mehr leckt. Die Aufnahme. Ich fand die Ziege am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft etwas daneben. Nächster Halt. Alles andere war eher weniger das Problem. Das Problem war ja eher die Aufnahme. Tschüss. Ach Mensch. Ja, ich mach den Luke runter. Ich würde gerne einsteigen. Ah, so ein schöner Tag. Hier ist die Fahrkarte. Wo hab ich denn... Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Hä? Wie oft wollen Sie die denn? Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Hä, es sind doch... Hä? Wollt ihr mich verarschen? Es sind... Du bist... Hä? Es ist doch gerade die Dame und der Herr eingestiegen, oder nicht? Es sind drei Leute eingestiegen. Da bin ich lost. Oh, Mensch. Das habe ich wieder so gut wie verpasst. Wir müssen noch die Pappbremse anlassen, damit wir hier... Ding einschalten können, ein paar Bremse lösen und Abfahrt zum Hauptbahnhof. Also wie gesagt, für uns persönlich ist es eigentlich komplett irrelevant, ob die Haltestellen übersättigt sind oder nicht, die wir jetzt anfahren, weil wir müssen nicht x Leute auf eine Tour mitnehmen, sagen wir mal, wir müssen nicht 50 Leute mit auf einer Tour mitnehmen. Wir müssen nicht bestimmte Haltestellen leveln. Ich meine, den Hauptbahnhof können wir gar nicht mehr leveln. Wir haben auch keine sonderliche Geldnot. Wir haben 14 Millionen. Wir müssen uns prinzipiell nur noch 5 weitere Busse kaufen. Die kosten, glaube ich... Wie viel kostet nochmal der MAN Line City A37? Ich glaube, der kostete irgendwie sowas um 367.000 oder so. Das ist echt nicht mein Wetter. Fünf Busse und wir sind bei 1,6. Und bis wir die Busse haben, also wir könnten die Busse jetzt alle kaufen, aber... wir brauchen schon hier aussteigen, Punkte bitte. Fürs Blinken. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Was soll ich sagen? Ach ja. Und bis wir das Ganze haben, bis wir diese 5 weiteren Leute haben, haben wir auch wieder 2,5 Millionen eingefahren. Dann. Na klar. Wie saß das schon? Was? Augenblick. Doch nicht. Und die Dame saß ja auch nicht, weil wir nur einmal Müll aufsammeln müssen insgesamt und nicht mehr Müll dazukommt. Machen wir es mal so. Du solltest dir echt mal die Aussicht am Hafen ansehen. Dann wollen wir mal eben rüber zur Pferdemühlengasse. Ich habe das Gefühl, dass die Sitzposition nicht perfekt ist. Weil die, also in Lion City A37. Ach, das war diese Straße. Das passt gut, dann kann ich mal kurz zur Tür gehen. Endlich geht's hier voran. Das ist echt so ein Spot, den man eigentlich nicht fahren will. Oh,
Oh, Sightseeing in die andere Richtung. Wunderbar. Das ist cool, dass sie auch in eine andere Richtung fahren. Tschüss. Tschüss. Okay, da sind einige zugestiegen. Hier ist die Fahrkarte. Hier ist die Fahrkarte. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto. Was? Ach so. Das müssten alle gewesen sein. Dann machen wir mal fix weiter. Ah, finde ich gut, dass sie es auch so verteilen ist, quasi jetzt nicht. Kathedrale, Stadtzentrum. Immer quasi im Loop fahren oder sonstiges, sondern dass sie sich auch so verteilen, dass sie auch in entgegengesetzter Richtung fahren. Das finde ich gut. Das ist mir jetzt, glaube ich, noch gar nicht so explizit aufgefallen, dass es so ist, aber. Das ist schon sehr nice. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrrad nicht doch schneller wäre. Na, wollen wir wetten? Einmal aussteigen, bitte. Mouncy hat gestern einen Fisch gefangen. Was? Aber Katzen haben doch Angst vor Wasser. Ach, sie ist kaum nass geworden. Sie lag oben auf dem Aquarium. Okay, kommt nix. Wieder mal bei der Kathedrale. Nächster Halt, Kathedrale, Stadtzentrum. Ein Auto. Oh nein, mein Akku ist schon wieder leer. Wobei einige ausstellen. So. Eine Fahrkarte, bitte. Was das so bringt. Dame, der Herr. Und das muss es gewesen sein. Tag, Standard, Drucken. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte. Danke. Sehr schön. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Wochenfahrkarte. Dann stiefeln wir wieder nach. Ich dachte, ja, denken ist scheinbar nicht die Stärke. Rechts hin runtergebremst. Ich frage mich ja, wie das dann vor allem in der neuen, auf der neuen Karte so ist. Mit wie viel Miles Power man noch überfahren dürfte über halt über solche Speedbumps. Ich tippe jetzt einfach mal auf. Hast du Lust ins Kino zu gehen? In welchen Film? Ich habe an den maximal 10 Meilen pro Stunde. Jetzt haben wir sogar schon wieder zu Pisco Range. Das ist ja doch schon ein ordentliches Stückchen wieder hier. So, da habe ich hier nichts gesehen. Fahren wir vor. Wir werden vorgelassen von allen. Das ist aber super. Über die Punkte, dass wir über die nicht bekommenen Punkte brauchen wir überhaupt nicht mehr. Darüber echauffieren, da wir das Ganze bereits schon erreicht haben. Das Ziel des Ganzen. Aber es sei denn, gut, wir haben jetzt natürlich eine Mission gehabt, wo wir vier Sterne brauchten. Also jetzt in diesem Fall gibt es ja auch bei dieser Mission die Task, dass man vier Sterne braucht. Auf der erstellten Route. Wenn wir dann irgendwann mal das mit 5 Sternen haben oder so, dann. Dann ist es natürlich wieder relevant, aber so in diesem Fall jetzt ist es halt komplett irrelevant, weil das Achievement, das Steam Achievement ist bereits erreicht. Das war als ja, echt schön dich zu sehen. Von daher ist das jetzt auch kein wirkliches Goal mehr, was ich jetzt zwingend erreichen muss und will und whatever. So. Weiß ich nicht.
Wenn jetzt der vor uns auch noch fährt, dann wäre es noch super. Geht auch. Wir haben noch so dicke Zeit, das ist der Wahnsinn. Wir müssen trotzdem noch 2 Minuten warten, das ist echt. Das ist schon krass, wie man immer, wie viel Zeit man immer hat, um zur Peace Coco Grange zu kommen. Hast du Lust ins Kino? Als ob man rückwärts fahren würde oder so. Ich habe an den neuen Superheldenfilm gedacht, der gerade angelaufen ist. Ja, klar. Ja, klar, warum nicht? Ja, ne, ja. Uiuiui. Ich weiß natürlich. Die ganze Arbeit. Er muss schon sagen, dass ich bin schon froh, dass ich jetzt hier beispielsweise. Ich hab gerade eine Nachricht bekommen. Was? Also ich den Bussimulator 18. Lieblingsfrucht. Ananas! dass ich den Bussimulator 18 jetzt nicht irgendwie. Eine Blinker-Rotation habe drin habe, so wie ich es jetzt bei American Truck Simulator oder Euro Truck Simulator 2 habe. Weil das würde mich ja doch schon ordentlich jetzt zerfetzen. Und das reicht ja auch komplett, so wie es gerade ist. Hey! Den Blinker braucht man eigentlich gar nicht. So, der Herr und die Dame ist eingestiegen und dann nochmal der Herr, der sich da gegenüber sind setzt, perfekt. Einzelstandard drucken. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Fahrt Senior 1. Danke. So schön. Hier. Einmal Ihre Fahrkarte bitte. Hier. Und die von. Hier ist die Fahrkarte. Oh, und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Ja, und hier ist Müll. Nehmen wir das schon mal mit. Hat jetzt so im Gesprächsfluss gepasst. Denn wollen wir mal weiter. Jetzt hat die KI doch leicht über das Spiel aus, dass wir bestimmt überholen. Prinzipiell angesetzt haben, aber ja. Trotzdem nichts getan haben. Super, dass du mich hier überholst, du Penner. Er ist uns dann schon wieder fast in die Karre gefahren. Das ist der Wahnsinn. Also die KI ist echt auf Landstraßen äußerst brutal. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das sind wir gerade noch ausweichen. Wir konnten gerade im Schlagloch ausweichen und konnten danach gerade noch der KI ausweichen, die wieder am Einscheren war. Ich denke mal, dass ich dann in Bussimulator 21 dann wie hieß denn nochmal die neue Karte, wie hieß nochmal die Szenerie dort, ich hab's ja vergessen. Ich denke mal, ich werde dann dort einfach so mit 10 Meilen rüberfahren. Über Speedbumps. Ich bin aber sehr gespannt, wie das wird, also. Wie gesagt, es wird einfach episch, es wird einfach geil. Und jetzt, wo ich auch weiß, dass es mit Streamlabs OBS auch die Aufnahmen super, also was heißt, gut, nicht 30% flüssig, aber die sind 30% vor allem, nicht 1000% flüssig, denn ab und zu gibt es ja auch von so Game-Lags mäßig, aber ich würde behaupten, dass es zumindest zu 99%, sage ich jetzt einfach mal, um noch ein bisschen potenzielle Differenz offen zu lassen, dass wir so bei 99% in der Aufnahme sind, wie es halt auch bei mir aussieht und nicht wie zuvor, keine Ahnung, bei, ja, kann man da eine Prozentzahl reinpacken? Steineck. Weiß ich nicht, vielleicht waren das 60% oder so, das ist schon eine starke Steigerung, würde ich behaupten. Im Gegensatz zu Aufnahmen vor der Folge 70. Das wäre vor Folge 71, glaube ich. Ne? Wir sind jetzt Folge 73, müsste das sein. Weil sie im 73. Video zu Bussimulator 1, 18.
Und das 70. Video war, glaube ich, das letzte ohne Streamlabs, ohne OBS Studio. Nächster Halt, Steineck, Kirche. Verdammt. Das ist natürlich eine super geile Halteposition. Ich brauche eine Fahrkarte. Drei eingestiegen, aber das Gute ist, es läuft gar keiner hier rüber. Einzelstudenten. Danke. Bitteschön. Okay, du hast dich in Müll gesetzt. Hier, bitte. Augenblick. Ich glaube, es hat gefallen. Kommt niemand. Oh, wir müssen uns beeilen, bevor wir hier. Da habe ich noch Abzug bekommen. Damn, brauchen wir zur Bootsbauergasse. Das ist aber noch ein Stückchen hin. Ich frage mich, ob das mit dem Sound, mit dem fehlenden Sound, besser gesagt, von dem Setra S416 LE Business beim letzten Mal, ob das quasi jetzt behoben ist, weil nach dem Neustart des Ganzen, wodurch wir jetzt auch diese eine Mission jetzt nicht abschließen konnten, mit dem Loop-Modus-Ding, da war ja im MAN Lion City A37 gab es ja keine Sound-Probleme. Oh, was stinkt denn hier so? Puh. Wir sind zwar auch nicht in Schlag reingefahren, aber ich dachte, dass ich jetzt aber nochmal bremsen. Schlüssel nicht finden. Kann ich leider auch nicht helfen. Ich würde sagen, weil wir die Möglichkeit haben, heizen wir hier wieder durchs Industriegebiet durch. Gibt hier, glaube ich, keinen Blitzer hier. Gestern sind wir an einer rosa Kuh vorbei. Das Agrarzentrum. Ja. Wobei, bevor sich die Leute wieder beschweren. Weil sie beschweren sich ja nur. Immer noch weiter durchpeitschen können, aber wir haben ja sowieso gar keinen Zeitdruck, von daher können wir auch hier vernünftig durchfahren. Ich noch mal zwischen den Folgen gucken, ob ich genügend Platz noch habe für eine weitere Folge oder ob ich dann noch mal ein bisschen Tetris zwischen den Festplatten wieder spielen muss. Oh, das war so ein schöner Tag im Schwimmbad. Nicht zu früh blinken. Weiß ja nie. Wieder in der Gegenrichtung ein. Nächster Halt, Bootsbauergasse. Sightseeing-Bus. Ah, ich wäre ja schon super, wie sich das so verteilt. Da steigt niemand aus und niemand ein. Das ist ja fantastisch. Dann warten wir dann mal die paar Minütchen. Dann wollen wir mal weiter. Zur Südspeicher. 5 Minuten haben wir dafür Zeit. Ich hätte diesen Burrito nicht essen sollen.
habe meinen Mann endlich überredet, Winter der Leidenschaft zu gucken. Jetzt ist er ein größerer Fan als ich. Oh. Ist aber ordentlich weiter hier. Springen wir mal mit auf den Zug auf hier. Schon wieder hier eine Baustelle. Es ist das zweite Mal in Folge. Bei 2 von 3 Malen war jetzt hier eine Baustelle. Glaube ich zumindest. Das ist nicht häufiger, wa? Vielleicht wurde die Baustelle ja auch reingepatcht. Kann ja auch sein, das ist eine Standard. So eine Perma-Baustelle fürs Erste geworden ist. Who knows? Ja, solche, die Autobahnen sind immer noch so ein haariges Ding irgendwie. Aufzukommen. Da ist es halt schon bei American Euro Truck Simulator 2 schon besser gemacht, auch wenn die Möglichkeiten, um wirklich auf die Interstate oder auf die Autobahn raufzukommen, eigentlich mehr als nur zu kurz sind. Ich habe meinen Mann endlich überredet, Winter der Leidenschaft zu gucken. Jetzt ist er ein größerer Fan als ich. Millimeter um Millimeter. Vorlassen. Aber ich freue mich schon auf das neue Setting. Wird bestimmt super. Ja, mit ganz bescheuertem Dialog, nur um die Stille zu überbrücken. Von wie an der Baustelle direkt nach Dings, nach der Altstelle. Nächster Halt, Südspeiche. Genau. Der Herr und die Dame. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Danke. Dankeschön. Und na klar, hier, bitte. Augenblick. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Beiden war das. Mal diese Fashion-T-Shirts. Ah, das ist meine Haltestelle. Nächster Halt,
Prahler Busbahnhof. Dann fahren wir mal zum Zopf. Gehst du Freitag ins alte Sägewerk? Nee, tut mir leid, ich muss Samstag arbeiten. Und lassen dort alle aussteigen. Ah, das haben wir schon. Bisschen late gewesen mit dem Bremsen. Murmeln. Irgendwann klingt das nicht mal mehr wie ein Wort. Im richtigen Sinne wird es auch neue oder zusätzlich ja neue Sprüche auch geben für Seaside Valley. Für die Karte im Bus Nummer 21. Also da werden wir dann auch wieder ein bisschen mehr Varietäten reinbekommen, auch neue Sachen entdecken können. Muss ich mal schauen, wie wir das dann machen. Also ich denke mal, wir werden Main halt die neue auf dem... Oh, da sitzt ein Marienkäfer auf meinem Knie. Wir werden Main halt die neue Welt befahren. Und ja, dann halt mal schauen, ne? Ja, man halt auch wieder uns auf dem Bus auch an Seaside Valley wieder ranmachen, da ja dann auch dort das DLC mit drin ist. Zwar das die Map Expansion. Und zusätzlich natürlich wird wahrscheinlich zusätzlich wird die Karte hier auch auf Bus Simulator 21 quasi geupgradet, sprich man kann halt auch in der letzten Folge quasi Seaside Valley von Bus Simulator 18 auf ein neues Level geben durch die zusätzlichen neuen Funktionen. Und das werden wir halt auch dementsprechend dann machen. Oh Mist, ich habe vergessen fürs Abendessen einzukaufen. Naja, dann gibt's eben Pizza. Was zum Geier war das? Damit war das kein Grafik für liebe beide Monitore oder? Das ist eher so ein Game-Ding. Und ich habe es im Augenwinkel auf einem anderen Monitor gesehen, wo halt Streamlabs OBS läuft. Wo sich die Bären dann so wieder aufploppend begegnet haben, hat es auch nicht nur bei euch gelegt, sondern halt auch bei mir. Also im Grunde genommen könnt ihr euch jetzt mittlerweile sicher sein, dass wenn es leckt, dann leckt es auch für mich. Also wenn es für euch leckt, leckt es auch für mich. So wäre die Formulierung besser. Und das bezieht sich halt jetzt auch auf alle weiteren Games. Sprich auch auf Train Simulator 2, auf American Truck Simulator, auf Euro Truck Simulator 2, auf... Was weiß ich nicht, da noch alles dabei ist. Und kommen wird. Wie gesagt, wir haben auch wieder hier so viel Zeit, ich dass hätte wir einfach ja auf der linken Spur bleiben stimmt. können. Aber Christina ist amputiert. Und da wir keinen Zeitdruck haben, können wir einfach die linke Spur nutzen und ab und zu müssen wir dann halt warten, bis die KI sich endlich mal dazu herablässt, um wirklich abzubiegen. Das war so ein schöner Tag im Schwimmbad. Das Gefühl, das Video wird jetzt auch wieder so 17 GB groß werden, dann muss ich vielleicht nochmal doch ein bisschen verschieben. Auf die andere Festplatte, die ich leider auch mal, muss ich mich heute auch mal ransetzen, dass ich die da ein bisschen verarbeite. Da schimmeln ja 5 Videos noch rum für die
quasi heiß darauf und sehnsüchtig darauf warten, Renner zu werden, damit sie hochgeladen werden können. Aber zuvor muss ich doch noch mal ein bisschen nach Musik stöbern. Wieso fährt denn da jetzt ein und so schnell, so zackig davon? Wir fahren doch nach Tempomat. Oh, jetzt bin ich zu weit gefahren, fast. Hoppala. Ganz die Auswahl verpasst. Huch. Ist mir schon mal passiert. Wir sind knapp 5 Minuten. Ach ne, wir müssen eine weiter. Wir sind knapp 5 Minuten zu früh, schon stark. Also eher so 4 Minuten, aber. Welche Haltestelle? Ach, der Zopp. Die Haltestelle hinter dem Gebäude. Hat da jemand hier XR-Scan-Views? Views. Augen. Ja, jetzt geh rüber. Das war halt alles nur auf sie. Ich habe meinen Mann endlich überredet, Winter der Leidenschaft zu gucken. Jetzt ist er ein größerer Fan als ich. Nächster Halt, zentraler Busbahnhof. Station. Bitte alle aussteigen. Wow, perfekt geparkt. Ja, der Wahnsinn, ne? Tschüss. Tschüss. Den Müll stappen wir uns dann in der Busgarage. Heißt es ja, glaube ich, nicht Depot, sondern Busgarage. Auch wenn es für mich ein Depot ist. Aber es ist halt auch eine Garage, ne? Ich habe wieder vergessen, den Motor auszuschalten. Warum vergesse ich das in letzter Zeit so häufig? Er ist schon wieder in der Fünfer-Tour. Sieht zumindest stark danach aus. Pisco Grange um 2 Level erhöht. Kathedrale Stadtzentrum. Die können wir sogar auch nochmal leveln. Also zumindest bis auf mindestens Level 21. Hauptbahnhof ist Max, Rathaus ist Max, Zopp ist Max, Steineckkirche ist Max, Bootsbauergasse ist Max, Südspeiche ist Max. ...9000 haben wir jetzt für unsere eigene Fahrt bekommen, wo wir 9,8. Wir haben ein weiteres Ass bekommen. Dann gönnen wir uns nochmal einen weiteren Bus im Shop. Den ich kaufen wollte.
Und nur die Geld raus. Okay, kostet nur 240.000, also um das Geld brauchen wir uns, wie gesagt, komplett gar nicht scheren, was das betrifft. So. Das war, glaube ich, das und das war das. Kommt das hin? Ich glaube schon. Irgendwie sowas mit dem Dreh, dann. Hallo, hier. Kommt wieder das übliche bugmäßige Problem. Achso, wir müssen noch einen Fahrer aufnutzen. Was wir jetzt machen? Da war ja was. So, Fahrer zuweisen. Den Bus. Und der Fahrer. Per. Perfekt. Sind wir jetzt gerade gefahren? Die erste, okay. Da sind wir fertig, da müssen wir jetzt noch einmal die Strecke fahren, haben wir den Kram auch hinter uns. Dann brauchen wir, wie gesagt, noch ein paar mehr weitere, brauchen wir noch ein paar weitere Assfahrer. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Bus-Simulator 18 Video wieder. Wo wir nochmal die Sightseeing, die S2 Sightseeing Land fahren, um ja auch diese Mission abzuschließen. Und ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Video.